Ja, und zum herzlich willkommen zurück bei Anglefoot. Ich habe mal die Schuhe getauscht. Die Leichen sollten jetzt explodieren. Wird wahrscheinlich ein ähnliches Chaos veranstalten. Wie mit den anderen Schuhen. Und ich muss selber darauf achten. Selber nicht reinlaufen. Zweite Waffe. Ernsthaft. Wie gesagt, ich muss da selber dran denken. Naja. Let's go. Okay, interessanterweise laufen die diesmal woanders hin. Wegen der Schwerkraft. Ja, moin! Fuck you! Ich will so sterben, weil ich selbst nicht daran denke. Okay, kurz die Aufzüge anschauen. Die Musik sagt mir, wir haben es geschafft. What the fuck? Aber ein Level gibt's noch. Thank you.
Ich wusste, dass du kommen würdest. Schau nach unten. Wie die Ratten kämpfen sie um die Überreste ihrer erbärmlichen Gangs. Ich muss mich bei dir bedanken, Angerfoot. Du hast meinen Plan in Perfektion umgesetzt. Ich habe befohlen, die Sneaker zu stehlen. Ich. Denn ich wusste, dass du auf die Jagd nach ihnen gehen wirst. Und dass du dabei die Bosse besiegen würdest. Das war die ganze Zeit der Plan. Du hast dieser Stadt einen Dienst erwiesen, Angerfoot. Jetzt, wo die größten Gangs zerschlagen hast, hast du den Weg freigemacht für... Nice City! Schönhausen! Stell es dir nur mal vor. Keine Gewalt, keine Verschmutzung, keine Betrügereien und keine Ausschweifungen. Keine Verbrechen mehr. Dank dir kann diese Stadt sicherer und schöner werden. Aber ich brauche deine Hilfe. Mit deiner Kraft können wir das Verbrechen für immer einstampfen. Und? Bist du dabei? Ich muss sagen, er mit diesen Pentagrammen, mit diesen 666, sieht ein bisschen aus wie der Teufel. Arbeite mit mir zusammen. Beweise deine Loyalität. Übergib diese Premium-Sneaker den Flammen. Befreie dich von deiner Sucht und verlieb dich neu in Schönhausen. Was? Wir sollen jetzt unsere Sneaker-Sammlung ins Feuer werfen? Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit, Angerfoot. Veränderung auswählen. Verbrechen auswählen. Nice City. Schade. Schade. Verbrechen auswählen. Veränderung auswählen. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich glaube ihm irgendwie nicht ganz. Nice City, vor allem die Statue von ihm. Ich glaube, er würde der nächste Bösewicht werden. Und mich würde beides interessieren. Nicht meine Sneaker. Graue Eminenz. War das schlau? Yes. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. 11 Minuten später. Filmabend, es bleibt alles beim Alten. Was wäre die Veränderung gewesen?
Hä, hey, was mache ich da? Sausage King. Volume 69. Oh Mann, ist das doof. Mich hätte es jetzt schon noch interessiert, was die Veränderung gewesen wäre. Vielleicht hänge ich das im Nachhinein hier noch dran. Auf jeden Fall würde ich sagen, war's das mit Angerfoot? Was für ein crazy, bescheuertes, geiles Spiel. Wenn man das so sagen kann. Hat wirklich Spaß gemacht. Manchmal ist es ein bisschen grindy und nervig. Und auch die FPS sind manchmal echt immer noch nicht so ganz ausgereift, wie sie sein sollten. Aber am Ende haben wir eigentlich bloß die Stadt befreit vom Bösen. Wegen unserer Sneaker-Sammlung. Hat Spaß gemacht. Fand ich gut, dass ich das Spiel bei der Demo gespielt habe. Zieh's dir rein, Baby, zieh's dir rein. Ach, schön. Falls ihr auf solche durchgeknallten Spiele steht, einen geilen Soundtrack wollt und einfach ein bisschen die Sau rauslassen wollt, ist das Spiel perfekt für euch. Die Titanic sinkt gerade im Hintergrund. Ja, schön. Was ich es irgendwie hinkriege, werde ich den anderen Schluss noch hier anhängen. Und ansonsten war es das hier von Angerfoot. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal beim anderen Let's Play. Tschüss. Danke, dass du Angerfoot gespielt hast. Du hast 7813 Mal getreten. Danke für den Funfact. So, da bin ich nochmals. Wie gesagt, wenn es möglich ist, hänge ich es hinten dran und es ist möglich. Ich wusste, dass du kommen würdest. Schau nach unten. Wie die Ratten kämpfen sie um die Überreste ihrer erbärmlichen Gangs. Ich muss mich bei dir bedanken, Angerfoot. Du hast meinen Plan in Perfektion umgesetzt. Ich habe befohlen, die Sneaker zu stehlen. Ich. Denn ich wusste, dass du auf die Jagd nach ihnen gehen wirst. Und dass du dabei die Bosse besiegen würdest. Das war die ganze Zeit der Plan. Du hast dieser Stadt einen Dienst erwiesen, Angerfoot. Jetzt, wo du die größten Gangs zerschlagen hast, hast du den Weg freigemacht für Nice City. Schönhausen. Stell es dir nur mal vor. Keine Gewalt, keine Verschmutzung, keine Betrügereien und keine Ausschweifungen. Keine Verbrechen mehr. Dank dir kann diese Stadt schön und sicher werden. Aber ich brauche deine Hilfe. Mit deiner Kraft können wir das Verbrechen für immer einstampfen. Und? Bist du dabei? Arbeite mit mir zusammen. Beweise deine Loyalität. Übergib diese Premium-Sneaker den Flammen. Befreie dich von deiner Sucht und verliebe dich neu in Schönhausen. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit, Angerfoot. So, ich habe ja vorhin ihn gewählt. Und alles blieb beim gleichen. Nice City wurde nie lanciert.
wollte mich gerade nur mal kurz umschauen. Vielleicht habe ich hier noch ein Skelett übersehen, aber nicht. Veränderung auswählen. Ich bin gespannt, was jetzt passieren wird. Weg mit den Schuhen. Ein Monat spät. Schöne neue Welt, setze dein Verbrechen ein Ende, ein für allemal. Wow. Sieht bisher wirklich nice aus. Abgesehen von unserem Apartment, das langweilig und beschissen aussieht. Und unsere Schuhe. Keine nice, coolen Sneaker. Schlagen kann ich auch nicht. TV läuft nix. Ein scheiß hässliches Apartment. Vorher sah es besser aus, weil ich ehrlich bin. Nice City. Knife Melting. Sanitation. Tax Compliance. Nightlife Monitoring. Door Replacement. Nice City Improvement. Okay. Da arbeiten wir offensichtlich. 100% Water Pure Energy. Ich sehe schon. Ein langweiliges Leben. Ich kann mit niemandem sprechen. Arbeit ruft. Oh ne, die alten Fotos. Enjoy the little things. Follow your dreams. Oh Gott. Okay, dann war die erste Entscheidung wirklich besser. Free Lives. Devolver Digital. Aber cooles anderes Ende mit schönen anderen Credits. Finde ich nice. Details. Das liebe ich. Wie schon vorher gesagt, ich empfehle das Spiel jedem weiter, der irgendwie ein bisschen Chaos haben will, seine Wut rauslassen möchte. Und einen geilen Soundtrack haben möchte. Und einfach weirde Games liebt. Hier hat man alles. Hat echt Spaß gemacht. Aber das erste Ending war das bessere. Und zum Glück habe ich das auch gewählt. Weil jetzt ist das Leben langweilig und trist. Ohne unsere Freundin. Ohne unsere coolen Sneaker. Die uns irgendwelche Superkräfte gegeben haben. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Angerfoot nochmals. Und wir sehen uns beim anderen Let's Play wieder. Haut rein. Angerfoot over and out. Tschüss.
Gedenken an Jennifer Sellers. Danke, dass du Angry Football gespielt hast. Du hast 7815 Mal gedreht.